Nun knach Leute und herzlich willkommen bei einem Ankündigungsvideo. Hallo. Das mit dem Jonas von Skillcraft HD. Hallo. Und Thomas. Glück auf. Glück auf. Ja, ist halt so. Ich bin ein bisschen erkältet. Oh, fick dich, ich geh gleich wieder. Dann machen wir weiter. Okay. Ist okay. Hauptsache, ich war ganz kurz dabei, gell. Und das ist Thomas. Thomas, sag noch eben was, bevor du gehst. Nein, ich bleib noch da. Also Paul geht mir wieder auf den Sack, dann geh ich jedenfalls, ungespielt macht er sein neues Projekt jetzt mit den Leuten. Und wir haben jetzt schon seit längerem ein eigenes Projekt geplant. Und wir wollen halt einfach, dass das Video soll noch vor diesem Projektstart rauskommen, damit dann keiner sagen kann, ihr habt das da abgeguckt oder ihr habt euch da komplett dran orientiert. Also die Ideen sind wirklich von uns selbst und wir haben jetzt gewisse Ideen schon, die wir euch preisgeben, gewisse Ideen, die wir noch nicht preisgeben wollen. Ja, genau. Und wer von euch YouTuber ist und da vielleicht dran teilnehmen will, muss jetzt erst recht dranbleiben und die anderen, die Zuschauer sind, müssen auch dranbleiben. Ja, alle anderen landen im Fegefeuer. Genau. Ja. Ja. Fang mal an, Bau. Ich? Nee, ja. Ich hab schon genug gelabert. Erzähl Thomas, dir. Du darfst anfangen. Soll ich anfangen? Ja, solange er noch da ist. Okay. Okay, also das Projekt wird dann so, dass wir halt bestenfalls... Boah, auf gut, dann nicht. Tut mir leid! Aber der Ansatz war gut. Also bestenfalls... Ja, das versucht. Wir können das seriös sein. Ja. Okay, also bestenfalls, oder also wir wollen versuchen, dass wir halt 4 Städte, 4 Personen hinbekommen. Möglicherweise wollen, werden, tun. Ja, das Projekt ist halt... Ja, nee. Komm, Jonas, du darfst auch mal. Ja, also, und aus diesen 4 Personen in den Städten kommt jeweils eine Person in einem bestimmten Zeitintervall, was wir jetzt noch nicht so sagen wollen, beziehungsweise auch nicht haben. Ja, wo wir uns noch nicht genau festgelegt haben. Ja, in so einer Arena, wo die sich dann zu Tode kloppen. Genau, und das ist halt angelehnt an Tribute von Panem, also es soll so ein bisschen Tribute von Panem sein, in Minecraft, aber mit noch anderen Regeln, also es sind halt so Städte eingeteilt und da wird dann immer einer in die Arena kommen, wie bei Tribute von Panem mit den, wie hießen wie heißen die? Die Tribute, die ins Kapitol mussten? Nein, die einzelnen Abteile aus jedem Distrikt, aus jedem Distrikt, genau. Ah, bin ich genial? Nee. Ich werde, du hast nicht. Ich gehe jetzt! Thomas, okay. Da darf Thomas weiter erzählen. Ja. Nein! Okay, dann geh. Also, es wird halt so sein, dass man. Also, es geht halt darum, dass. Ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll. Also, man soll bestenfalls nicht oft genug sterben im normalen Spielverlauf. Und also, der Tod hat Konsequenzen. Ja, ja, genau. Und zwar, weil wir wollten erst so machen, Thomas und ich wollten, dass man nach so und so vielen Toten rausfliegt. Ja, und genau. Tobi und Jonas, die Waschlappen, sind halt dagegen, Die sind dagegen und wollen halt nicht die Leute bestrafen, die schlecht sind. Und deswegen, bestrafen schon, aber nicht so bestrafen. Ja, und deswegen suchen wir da halt auch eine Lösung und die suchen wir dann halt mit allen Teilnehmern, die dabei sind. Und ja. Ja, wir haben auch schon gegebenenfalls eine Idee für ein Modpack. Das haben wir übrigens besprochen, Thomas, als du nicht da warst. Ja, ich hab's schon gesehen. Ich hab den Link gesehen, aber ich hab's mir noch nicht angeguckt. Ja, haben wir eine Idee. Wir gucken uns dann nochmal an, ob das gut läuft. Ja. Und wir gucken auf jeden Fall, wie wir das machen. Wir haben eine Idee. Und wenn ihr Ideen habt, können die auch eingebracht werden. Ja, irgendwie. Genau. Aber ich denke mal, wir werden da nochmal dann extra drauf eingehen. Also wie so ein... Ja, wenn wir dann wirklich die Idee ausgearbeitet haben, stellen wir das genau vor und fragen dann noch die... Zuschauer, was ihr noch hinzufügen wollt, was ihr scheiße findet, dies, das, ananas und ja. Genau. Also, ja. Ja. Ja, das war's eigentlich so im Großen und Ganzen. Naja, und es wird auf jeden Fall, wir 4 sind auf jeden Fall dabei. Es können, also wir 3 und der Tobi, der heute Geburtstag hat, Happy Birthday. Und dir nochmal einen herzlichen Glückwunsch auch an dich. Schade, dass du nicht dabei sein kannst, aber Geburtstag geht halt vor. Genau, und sehr, sehr wichtig ist jetzt der Punkt, wo ihr ins Spiel kommt. Und zwar könnt ihr euch dafür bewerben, weil wenn ihr YouTuber seid und da dran teilnehmen wollt, könnt ihr gerne teilnehmen. Wir suchen nämlich noch Leute. Wir sind jetzt vielleicht
wenn es hochkommt, 8 Leute, die eventuell dabei sind. Also es ist noch überhaupt nicht sicher, außer dass wir 4 dabei sind. Und deswegen könnt ihr euch bewerben. Also bewerbt euch in den Kommentaren. Wegen mir. Sagt einfach, ich will dabei sein, das reicht schon, weil wir gucken auf eure Kanäle dann einfach. Und es wird aber nicht jeder genommen, der dabei ist, weil eine gewisse Qualität sollte schon dabei sein, weil wir wollen halt einfach das Projekt. Wir gehen nicht nach Abos, sondern eher nach Videoqualität. Nein, überhaupt nicht. Ja, wir gehen dann nämlich eher nach Videoqualität, weil wenn ihr euch jetzt bewerbt und ihr habt, bis ich, so eine richtig schlechte Qualität oder so, dann wird es wahrscheinlich eher weniger. Nee, es geht halt mehr dann danach, dass wir, Thomas, du hast schon recht, nur es geht halt auch danach, dass wir keine Leute ins Projekt wollen, die dann nach 5 Folgen aussteigen. Also weil es gibt ja immer wieder bei diesen Projekten, dass dann irgendwelche Leute aussteigen. Und für dieses Projekt wäre das halt wirklich schlimm. Und deswegen wollen wir halt ein Projekt, wo möglichst YouTuber drin sind, die zuverlässig sind, die das halt machen und deswegen. Ja. Und wer spammt, der hat uns gut begriffen. Ja, wir gucken euch uns die Kanäle an und wir schreiben euch dann per Privat PN an. Per PN. Ja, per PIN an. Ja. Ja. Ja, das war's soweit, ne? Ja, genauere Angaben Infos folgen dann noch später. Ja, das ist jetzt eigentlich nur erstmal, dass man halt nicht behaupten kann, dass wir da halt alles abgekupfert haben, weil wir planen das jetzt schon seit Januar oder so. Geistert uns das schon rum. So ein bisschen, ja. Ja, eigentlich schon seit Januar, da kommen die ersten Ideen und so. Und wir wollen jetzt halt einfach nur nicht, dass uns jetzt irgendwie jemand dann sagt, das habt ihr alles nur abgeguckt, die haben das zuerst gemacht oder so. Man soll halt schon wissen, dass das halt unsere eigene Idee war und dass wir das halt schon geplant haben und so. Ja, du hast vollkommen recht. Und dann danke fürs Zuschauen. Genau. Und wer einen Server stellen will, könnt ihr gerne machen, aber wir gucken mal, wie wir es mit dem Server machen, aber wer zufällig zu viel Geld hat, kein Problem. Haut rein. Tschüss. Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao.